Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der April-Variante der Blissin-Box Deutschland. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung. Und zwar haben Danny Pelletier und ich zusammen ein Buch herausgebracht. Also ich habe es geschrieben. Sammy war derjenige, aus dessen Sicht geschrieben worden ist und der meine Inspiration war. Und Danny ist derjenige, der mir quasi die Plattform gegeben hat, um wirklich auch ein Buch auf den Markt zu bringen, und zwar im Pelletier Verlag. Und wenn du Interesse an dem Buch hast, dann schau sehr, sehr gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich dir das verlinkt. Ihr könntet mich damit halt unheimlich krass unterstützen und mich auch sehr, sehr glücklich machen. Also, wenn ihr Bock auf das Buch habt, schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei. Und ich würde mich sehr freuen, dass dann super viele Menschen dann auch die Geschichte von Sammy einmal lesen könnten. Genau, die Blissin-Box im April aus Deutschland. Genau, das ist jetzt die zweite deutsche Box, die herausgebracht worden ist. Und sie kommt aber in dem gleichen Design wie die Blissin-Box der französischen Variante im März. Und zwar wurde hier ja kooperiert mit Omi. Ne? Das ist ja dieses Ausmalbuch für Erwachsene. Das heißt, auch hier kann man die Box dann individuell gestalten und selber anmalen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und damit dann auch wirklich seine eigene Box gestalten mit einem Vögelchen und ganz vielen Blumen. Finde ich das sehr schön. Und ein Marienkäfer ist auch noch mit dabei. Also schon von der Optik her sehr verständlich, dass da die deutsche Blissin-Box sich an der französischen orientiert. Die erscheint übrigens monatlich und wir haben einen Preis von 14,90 Euro pro Box und pro Monat. Jederzeit kündbares Abo. Das Ganze ist halt super schön gehalten, damit man da halt nicht so mega krasse Verpflichtungen eingeht und so. Und was ich diesen Monat machen darf, leider nicht auf YouTube, sondern auf Instagram, ist ein dickes, fettes Gewinnspiel. Und zwar kann ich da tatsächlich, ich glaube, ein 3-Monats-Abo verlosen ist das. Also mega heftig. Schaut da gerne bei mir auf Instagram vorbei, falls ihr mir dort noch nicht folgen solltet. Ich heiße da AiduikP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Und ja, da kann ich dann zusammen mit Blissin eben dieses mega krasse Gewinnspiel veranstalten. Und dann schauen wir mal in die Box hinein. Hier habe ich jetzt einmal den Deckel entfernt und hier habe ich dann auch das Büchlein, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier steht jetzt drauf März 2022. Ich bin gerade etwas verwirrt, denn ich hätte jetzt gedacht, das ist die April-Box, ne? Denn ich habe ja für März schon eine ausgepackt. Muss ich mich nochmal informieren. Aber ich glaube, das müsste die April-Variante sein. Denn hier oben steht März drauf. Aber gut, ne? So Tippfehler können passieren. Genau, und wenn ihr, also da gibt es auch Rabatte und so weiter, wenn man halt Freunde werden Freunde macht. Ich selber habe die Blissin Deutschland Box nicht im eigenen Abo. Aber Antje hat die, glaube ich, im Abo. Antje Sverelt, ne? Verlinke ich euch in der Infobox. Und ich weiß nicht, ob Nicole Unbox Butterfly Nicole, ob die auch die Box im Abo hat. Ich verlinke euch auf jeden Fall die YouTuberinnen, die ich kenne, die die Box im Abo haben, in der Infobox. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr Bock habt, die Box zu abonnieren. Und da noch ein bisschen was sparen möchtet. Ne? Genau. So. Hier haben wir dann auch einmal das Motto der Box drin stehen. Und das finde ich sehr interessant, denn ich habe mich ja bei der französischen Box daran versucht, das Ganze zu übersetzen. Mal schauen, wie sehr die Übersetzung, die ich getätigt habe, mit dem matcht, was jetzt hier tatsächlich in dem Heftchen drin steht. Denn das ist endlich auf Deutsch Spring Colors, also Frühlingsfarben. Egal ob Handlettering, Eierfärben, Morgenmeditation, Gesichtsmassage, jeder hat seinen ganz eigenen Frühlingsanfang, um die Seele baumeln zu lassen und die Wintermonate hinter sich zu lassen. Sei kreativ und lass diesen Monat Farbe in dein Leben. Omi, die Marke für riesige, kreative und humorvolle Ausmalposter, verwandelt deine Box in ein kleines Kunstwerk. Also ran an die Stifte, Pinsel und Farbpaletten und mach deine Box einzigartig und mal dir deinen Frühling. Ne? Sehr, sehr cool. Und dann schauen wir mal in die Box hinein. Wir haben normalerweise in der Blissin-Box recht hochpreisige Produkte, die dann aber nicht unbedingt in der Full-Size hier drin sind. Ich meine, das ist ja eine relativ kleine Box, ne? Das sieht man ja auch. Aber hier erscheint es mir tatsächlich so, als hätten wir hier gar nicht mal so kleine Produkte drin. Ne? Und ich sehe hier auch krasse dekorative Kosmetik. Wow. Also, wow.
Fünf Produkte sind hier übrigens auch immer irgendwie mit drin. Also krasses Pferd, ich sag euch das. Dann haben wir hier auch nochmal die Information, falls du Bock hast, dann wirklich dich auch von der Blessing-Box in Deutschland überraschen zu lassen. Dann schau da gerne mal vorbei. Das Ganze ist halt echt sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ne? Also, ich starte mit etwas von Kerastase. Und zwar ist das Genesis, ein Shampoo. Anti-Hair-Fortifying Shampoo. Ah, okay, das ist gegen Haarausfall. 80 ml haben wir hier drin enthalten. Und Kerastase ist eine schöne Marke, die wirklich sehr effizient ist. Und wo ich halt auch schon das ein oder andere Mal ausprobiert hatte. Ja, die riechen fantastisch, ne? Das riecht auch schon wieder klasse. Und ja, freue ich mich drauf, auf jeden Fall das mal auszuprobieren. Denn von meiner Erfahrung her sind das auch immer gut qualitativ tolle Produkte, ne? Dann habe ich hier das nächste. Das hatten wir, glaube ich, auch wirklich mal in einer französischen Blessing-Box drin enthalten. Von Bioderma Sebium Gel Mousson. Das ist ein Reinigungsgel fürs Gesicht. Übrigens wird aktuell auch daran gearbeitet, dass ein Fragebogen entwickelt wird. So wie bei der französischen Variante auch. Dass man halt wirklich eine Box bekommt, die individuell auf einen abgestimmt ist. Das sehe ich nämlich immer bei Unbox Butterfly Nicole, wenn wir die französischen Boxen auspacken, dass da doch super viele unterschiedliche Produkte drin sind, weil wir doch sehr unterschiedliche Beauty-Profile angegeben haben. Das hier ist jetzt für misch- und ölige Haut. Das heißt, für mich nicht unbedingt geeignet. Ich habe trockene, sensible Haut. 100 ml haben wir hier drin. Aber das ist nicht schlimm, ne? Also ich gebe sowas dann ja einfach weiter, kann das dann ja auch verlosen und so. Oder halt im Familien- und Freundeskreis. Also von meinen Verwandten muss eigentlich so gut wie keiner mehr sich solche Produkte kaufen. Dann habe ich hier etwas von Hugo drin. Und zwar ist es eine Nachtcreme, La Creme Visage Elixir Nuit. Und hier sind 10 ml drin enthalten. Und das ist eine schöne Geschichte zum Ausprobieren. Hugo ist eine Marke, die wir auch öfters mal in der Blessing-Box finden. Eine schöne französische Marke, die sehr interessante Produkte entwickelt, die, glaube ich, auch relativ naturnah sind. Ne? Wenn ich mich da richtig dran erinnere. Vegan, Bio, Organic steht hier auch drauf. Genau, und aus Frankreich kommt es auch. Ne? Also eine schöne Nachtcreme fürs Gesicht. Ja, das Highlight gucken wir uns am Ende mal an. Hier habe ich ein Körperpeeling mit 30 ml von Green Barbet, Urban Nature, Gommage Corp, Gingembre und Argüm. 99% sind hier natürliche Inhaltsstoffe. Gingembre, oh Gott, ich vergesse immer, was das heißt. Ingwer nicht? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht steht das hier im Heftchen mit drin. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Doch, Ingwer und Aprikosenkerne müsste dann Argüm sein, ne? Ja, interessant. Also fürs Körper. Für den Körper finde ich auch solche mechanischen Peelings sehr gut. Fürs Gesicht mag ich das nicht sehr gerne, aber am Körper kann ich das immer sehr gut gebrauchen. Da habe ich dienstags und freitags immer meine Peeling-Tage. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt und das ist Dekorative Kosmetik. Eine Marke, die irgendwie auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, oder? Sleek Eye Divine Grounded Eyeshadow Palette habe ich hier drin. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ne? Also eine Lidschattenpalette von Sleek. Nicht schlecht. Also die werde ich jetzt mal vorsichtig aufmachen. Und wenn ich die cool finde, dann kommt die auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen rein, was ich ja monatlich abfilme. Ne? Und da wäre die auf jeden Fall dann auch ganz gut aufgehoben. Ich habe eben bei dem Heftchen gesehen, als ich da kurz mal das Körperpeeling gesucht hatte, dass es hiervon auch noch eine andere Variante geben könnte. Das kann ich euch ja direkt sagen. Also Level Up oder Grounded wäre da dann quasi die Farbkonstellation. Und ich habe die etwas buntere Variante, was ich gut finde, weil das mag ich ja. Ne? Ja, ist halt immer dieses sleeke Design, wie immer. Ein Vegan steht hier hinten drauf. Okay, also eine vegane Palette ist das. Und das hier ist dann auch wohl die neuere Form von den Sleek Paletten, weil wir hier keine runden, sondern eckige Fännchen drin haben. Sieht auf jeden Fall wirklich schön aus von den Farben her, ne? Da kann ich mich nicht beschweren. Das kann sehr gut zu meinen grün-braunen Augen passen. Wir haben hier matte Töne drin und Schimmertöne. Und wir können jetzt ja auch einfach mal uns ein ganz paar Töne angucken und die einfach mal swatchen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Das kann ich gerade nicht anders sagen. Sehr schön. Okay, also hier haben wir, habe ich die auf dem Finger. Und da machen die sich schon mal ganz gut, ne? Kann man sich nicht beschweren. Oh, ja, jetzt müssen die nur noch auf dem Auge auch schön performen, weil da knallen die schon mal richtig derbe auf der Hand, ne?
Also hoffentlich habe ich hier, ja doch, hier habe ich noch einen so einen hellen Schimmerton. Den kann ich jetzt auch mal kurz swatchen, weil ich brauche immer irgendeinen Ton in der Palette, der so für ein Inner Corner auch geeignet ist. Na, dafür ist der vielleicht ein bisschen dunkel. Aber dann, ja, nehme ich den Highlighter oder so vielleicht, ne? Aber gut, schöne Qualität definitiv. Und die werden wir uns dann im Full Face Beauty Boxen für, ich kann keine Zahlen mehr lesen, für April einfach mal anschauen, ne? Da müsst ihr die dann ja auch mit auftauchen. So, das war jetzt die Box und ich fand die gut. Also wir haben dekorative Kosmetik drin, Lidschattenpalette ist immer geil, da freue ich mich immer richtig drüber. Wir haben was für die Haare, wir haben was für den Körper, wir haben was fürs Gesicht. Was will man mehr? Also das macht die Blissim Box ja auch ein Stück weit aus, dass wir hier Produkte drin haben, die nicht irgendwie shishi sind oder total crazy, sondern dass wir hier wirklich brauchbare Produkte drin haben. Und die kannst du auch, jetzt bis auf die Lidschattenpalette, tatsächlich innerhalb eines Monats dann aufbrauchen, ne? Also dass man jetzt nicht irgendwie super viele Produkte zu Hause anhäufen würde, wenn man die Box im Abo hätte. Ich finde das Konzept sehr, sehr cool und mir gefällt diese Box tatsächlich auch. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, schaut auch bei Instagram vorbei wegen der Verlosung. Schaut beim Pelletier Verlag vorbei wegen meinem Buch. Und ja, da habe ich euch, glaube ich, ganz schön viele To-Dos mit auf den Weg gegeben, ne? Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!